Wir haben uns gerade ganz spontan entschlossen, den Honiggolem von Max einzureißen. Klar, Alter, 50 habt ihr 250 Euro? Ja gut, dann nimmt das. Dann höre ich halt auf mit Craft Attack. Bis dann. So, ihr seht mich. Es funktioniert alles. Wunderbar. Wir gehen rein in die Minecraft-Masse. Auf geht's, Leute. Komm. Okay, ich bin jetzt da. Also, Jungs, passt auf. Wir bauen Pogwarts. Yes. Wir haben Mauerdesigns hier. Wilde Mauerdesigns. Bevor wir Pogwarts bauen, erstens, kannst du bitte wieder eine goldene Karotten bei mir abholen. Zweitens, wir haben uns gerade ganz spontan entschlossen, den Honiggolem von Max einzureißen. What the fuck? Was? Das könnt ihr nicht machen. Der bringt euch um. Was macht also, ihr? Nicht 100%, sondern sagen wir so, ich brauche ein bisschen Honig und ich habe mir überlegt, wo findet man denn am meisten Honig? What the fuck? Joke? Craft macht sowas doch nicht. Nein, ich mach ja auch sowas nicht, aber... Aber ich wurde bezahlt. Aber vielleicht. Ich kann ja einen Auftrag geben, den Kopf mir von jemandem zu bringen. Und es gibt eine Dienstleistung, die auf diesem Server anerkannt ist. Und gemäß des Regelbuches des Servers darf ich diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und jetzt bringst du den Kopf vom Honiggolem, Fabo? Ja. Vielleicht... Du willst nicht dem komplett, das kannst du nicht machen, Digga. Du kannst nicht dem ganzen Golem den Kopf abreißen. Ja, ich nicht, aber du könntest mir dabei helfen. Kann ich nicht, darf ich nicht. Ich hab. Wie darfst du nicht? Was ist das denn? Angestellter, mach ein Praktikum. Du, ey, kaum ist der ein Baby. Du kennst das doch. Nein. Ey, Jungs. Jetzt mal ganz kurz. Komm mal hier ganz kurz zu dieser Pagode hin, Digga. Kaum ist der in Schweden, ist der wieder. Praktikum bei Revi machen? Ach, bei Fabo machen und Praktikanten machen halt mal Fehler. Dann reißen sie nicht den Kopf, sondern den ganzen Golem ab. Passiert. So ist das halt, Digga. Ich bin hier, ich brauch erstmal was zu essen, Jungs, bitte. Wo bist du denn? Oben auf der Pagode. Welcher Pagode? Digga, bist du dumm? Dieses Asia-Gebäude, was dir steht. Diese Imbiss. Da, Joklam. Hallo. Oh, nicht auch alle einzeln werfen. Wie nervig ist das denn? 15 Stück, wie soll ich denn damit leben? Mann, was willst du denn von mir hier? Ja. Danke. Digga, jetzt bauen wir den Kopf ab. Geh mal hier runter. Also ich brauche ja nur einen Teil des Kopfes, aber wir brauchen halt Honig. Und Max Honigshop hat geschlossen. Ja, Revi, willst du Praktikum bei mir machen? Fabo, ich krieg so viel Stress, ich krieg so viele Dislikes dafür morgen. Aber du stehst doch unter dem Schutz der Praktikanten. Ehrlich, keine Ahnung, wenn du einen Klempner bei dir im Haus hast und da ist ein Praktikant dabei, der dir, keine Ahnung, die Spüle kaputt haut, dann kriegt er ja auch keinen Ärger. Ich hab den ersten angefangen, Revi. Wo? Und den zweiten. Und den dritten. Man kann nicht springen, Hilfe! Oh, Digga, Elytra fliegen ist so stressig. Nee, Alter, ich kann da nichts machen, Fabo. Ey, du hast doch schon die Hälfte abgebaut. Hör mal auf jetzt. Was denn? Ich muss mir erstmal angucken, wie mein Geschäftsführer das hier macht. Wie mein Praktikumschef das macht. Zeig mir das mal. Oh, du baust hier einfach den Kopf ab. So macht man das hier. Wie machst du das genau? Hast du da eine Technik für? Erklär mir das mal. Guck mal, du stellst dich hier hin, guckst auf den Block. Guck dir mal deine Maus an. Du hast ja da zwei Tasten. Und du drückst die linke. Einmal. Die linke. Du hast die rechte gedrückt. Du dummer Loser, runter mit dir! Ey, Fabo, Digga. Nee, ich kann das hier nicht machen. Ich geb dir das zurück hier. Ich guck dir zu. Du Loser! Nee, Fabo, das Ding ist, wenn ich das jetzt mache, Fabo, dann sprengt der mein komplettes Haus. Das darf ich nicht machen. Der fackelt meinen Wald ab, alles. Ich kann da nicht mitmachen. Revi, Mensch, jetzt hat sich der Eisenkohle eine Erkältung wegen dir geholt. Was redest du? Das ist doch nur der Kopf. Mann, Fabo, Alter, was für nur der Kopf, Digga? Der lebt in diesem Game. Das ist dein Alles. Es reicht mir nur, also ich brauche ja nur 32 Stück. Also wenn ihr da oben den, ne, also passt schon. Ihr könnt ja die erste Schicht abnehmen. Okay, Revi, können wir das hier so lassen, Revi? Hier Blasenbluten. Guck mal, wir haben die Kante vom Kopf so weggemacht. Das passt doch, oder? Sieht doch chillig aus. Und das war's jetzt 32 schon. Blöcke? Ja, also, ja, wir wollen... Stopp mal, Fabo, ja. Was wäre, wenn wir sagen, wir packen die Honigblöcke in den Shop von Trimax, ja? Pass auf, ich nehme die jetzt nicht an, sondern wir bauen hier nochmal ein paar Honigblöcke ab. Wir legen die in den Shop von Trimax und ich kaufe mir die. Hä? Dann sind es ja meine. Das macht zero Sinn, Bro. Hallo? Logik? Du hast den Shop doch aufgestockt. Digga, ich bin weg. Jalla, haut rein, Jungs, ich bin raus. Ciao. Ich bin weg. Ja, ich weiß nicht, wie viel haben denn... Fabo, findest du es... Komm mal eben mit. Was findest du besser? Wasser in der Nase oder Lava in der Nase? Der Chat steckt. Das sehe ich jetzt erst. Baby, was sagst du dazu? Bitte? Er hat sich eine Erkältung gehört. Ja, nochmal, er hat sich eine Erkältung geholt wegen euch. Der Golem ist da krank. Oben, ne? Der Golem ist krank geworden. Der hat ganz fürchterliche Nasenrotze. Digga, der Golem hat Fische in seiner Nase. Hallo? Hier sind Fische in der Nase von dem Golem, Junge. Was macht ihr denn? Ey, Max wird so ausrasten. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sammle sogar die Honigblöcke hier ein. Ich wollte doch einfach nur Pogwarts bauen, Digga. Jetzt reißt ihr den Golem einfach ab. Wir haben den Golem doch nicht abgerissen. Der steht doch immer. Es steht im Videotitel. Hallo?
Ja, hallo. Welcome, welcome, welcome. Hi and welcome. Ja. Willst du mitwirken bei unserem Projekt? Ich weiß, du hast sau viel zu tun da hinten, aber ich muss dich das jetzt einmal wenigstens gefragt haben, sonst werde ich ja wegen Diskriminierung angezeigt von meinem Chat. Ich sage immer, nee, der hat zu viel zu tun, aber ich frage jetzt einfach mal. Wir bauen gerade Pockwarts. Kein Leuchtturm mehr. Kein Leuchtturm, wir bauen das größte Schloss der Welt. Jetzt hier bei Faro oder wo bin ich jetzt hier richtig oder wo wollt ihr jetzt hier bauen? Ja, hier, wo alles abgesteckt ist. Ja, aber das ist doch gar nicht so groß, oder? Täuscht das jetzt gerade? Ja, das habe ich auch schon gedacht, dass es nicht so ganz so groß ist. Findest du nicht, dass das Gebiet groß ist? Nö, ich habe jetzt gedacht, so wie du es angekündigt hast, dass es halt so übertrieben gigantisch ist, weil, keine Ahnung, das ist ja jetzt einfach so, das könnte so ein normales, ja schon etwas. Das geht ja noch bis hinter, oder? Bauwerk sein. Ja, dahinter hat der G-Tab schon die Weizenfelder gemacht, ne? Weil also jetzt so wirkt es ja noch kleiner, so als das, was jetzt Spark gebaut hat. Aha. Du willst ja, wenn alle übertrumpfen, oder? Basti, jetzt machst du mich gerade fertig, ey. Naja, du hast ja noch, es ist ja noch nichts gebaut. Ich meine, es ist ja noch nicht zu spät. Ich würde halt nur sagen, ich glaube. Ja, es ist nicht mehr Platz für größere Sachen an dem Ort. Ja, halt an dem Ort nicht, ne? Dann müsstet ihr halt, wenn, vielleicht einen komplett neuen Spot durchsuchen. Das ist das Problem. Ein komplett neuer Spot würde bedeuten, es ist nicht visible für jeden. Weißt du, was ich meine? Ja, aber der Honiggolem ist auch einfach mitten auf dem Wasser. Ich dachte auch, dass wir das bis dahinter zu Early Boy ziehen, ja, aber. Ja, das müsste. Ich meine, habt ihr die schon mal gefragt? Ich meine, das würde. Das ist halt G-Time, wenn wir da mit denen nochmal drüber quatschen. Also, es könnte erst Part von unserem Bauprojekt, actually. Wenn man dazu hätte, meinst du, dann, ja nicht ist vor, big, was dann ist es big genug eigentlich, oder? Dann ist schon ordentlich. Also, vor allem, ihr wollt ja nichts Hässliches bauen. Wo? Kevin? Moin. Ja, bitte, was gibt's denn? Wenn er so fragt, weiß schon ganz genau, was ansteht. Ja, Kevin, ey, ganz ehrlich, es bringt nichts, jetzt Honig ums Maul zu schmieren. Wir haben ein fettes Problem. Basti hat gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Kevin. Unser Projekt ist zu klein. Wir müssen die Fläche von dem Weizen auch noch benutzen. Das heißt also, ich habe jetzt die letzten 12 Stunden den ganzen Weizen umsonst angelegt. Nicht ganz, weil wir können daraus ja Brot backen. Ja gut, dann nimmt das. Dann höre ich halt auf mit Craft Attack. Bis dann. Nein, what the f***? Warte mal, Kevin. Das Ding ist, wir müssen die Farm dann... Kevin, ich suche dir eine Ersatzfläche dafür, okay? Ich schwöre es dir. Spark, das ist actually smart mit dem Berg hier, weil rechts von dem Berg ist ja noch ultra viel Fläche hier. Guck mal, das könnte man ja perfekt nutzen. Und da steht ein Schild und da steht drauf... Early Boy. Kunga. Und Kunga ist Teil unserer Gruppe. Easy. Dann muss jemand den Berg hier wegklotzen. Ey, wir fragen Norman einfach. Basti? Ja. Was nimmt Veto für so für so Aufgaben? Wie viel Subs? Ich hab, Veto habe ich 7 Subs. 50 Subs und der Berg. Okay, ich gebe jetzt die Subs. Er sollte erst Discord. Na, Alter, 50 Veto Subs und 250 Euro? Ja, das ist voll viel, Veto. Ja, aber... Ja. 25. Ich hab Veto 80, ich hab's für ungefähr ein bisschen weniger gezahlt. Echt jetzt? Ja, Veto hat bei mir letztens auch einen abgetragen. 40 Veto, wir müssen dann noch wirtschaftlich bleiben, ne? Warte, zeig erst mal den Berg, wo ist denn der? Ah, das ist hier so ein Popelsding ist das, ne? Aber das ist schon viel Arbeit, ja. Ja, und halt Veto, du darfst nicht vergessen, der muss auf die gleiche Ebene hier. Also diese Landzunge muss auch noch weg, ne? Guck mal hier, das muss alles auf die Ebene und diese Landzunge, diese Landzunge plus dieser fette da oben muss weg. Ach so, okay. Wollt ihr das auffüllen, also auf hier auf die Höhe ungefähr? Ja, machen wir einfach. Lassen wir unten drunter leer. Ja, also ich hatte jetzt auch 24 Stunden so ungefähr für Trimix Sand gefarmt. Pass auf, Veto, ich mach's jetzt einfach. Ich gebe dir jetzt 50 Subs. Mhm. Und dann sind wir da sind wir da fein. Und wenn's dann morgen in 24 Stunden fertig ist, gibt's nochmal die andere Hälfte. Basti, jetzt hör mal auf, du hast damit... Nein! Basti, Junge, what the fuck? Nein, ich hab nur gedacht, du meinst, es ist so. Das ist ja richtig, also erstmal soll er machen und dann... Nee, der hat doch eben gesagt, 50 Subs, hat er doch, da haben wir doch ein Angebot. Okay, 5 kamen jetzt schon mal, kleine Anzahlung, so, und jetzt geht's los, Veto. Achtung, weißt du was, Veto, ich geb dir 55. Ja, das ist nett. Ja, Leute, ja, ey, wir haben's. Ist eine nette Anzahlung, auf jeden Fall. Ey, Digga, what the fuck? Jetzt sei mal nicht so greedy. Was heißt greedy? Trimax oder so zahlt halt das Dreifache gefühlt. Ja, aber Trimax ist ja auch dumm. Nee, das Lustige ist ja, Trimax hat jetzt seit einer Woche immer noch nicht bezahlt, aber... Ja.